Jurassic World Evo 2 geht weiter, ihr Lieben. Und wir sind immer noch in der Chaos-Theorie ganz am Anfang. Und wir müssen ein Genom verbessern vom Triceratops. In der letzten Folge hatte ich, glaube ich, noch mal danach gesucht gehabt. Ich wusste, glaube ich, nicht mehr genau, wo es war. Jetzt wissen wir es aber. Ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut. Es sind übrigens ein paar Tage vergangen nach der letzten Folge. Deswegen musste ich erstmal nochmal rein, kurz ins Spiel, um zu gucken, was ich da nochmal genau machen muss. So, wir haben hier die Bernstein. Aber es auf 1. Das wäre jetzt auf 19%. Wie viel haben wir denn insgesamt schon? Wir können hier noch die Plätze ein. Ach, guck mal hier, passt das und das. Ach ne, hatte ich schon. Okay, die anderen sind noch nicht verfügbar. Okay, dann hauen wir mal insgesamt. Wie viel haben wir denn drauf? 26%. Ist das richtig? Ah, hier ist der sogar besser. Aber der passt, der füllt auch komplett auf. Das ist immer ganz gut. Okay, dann mal einen Wissenschaftler zuweisen. Der Stand ist nicht gut drauf. Dann nehmen wir die Sjöberg. Sjöberg, die darf dann mal erforschen. Bin mal gespannt, was drin ist hier in dem hier. In ein paar Minütchen haben wir es geschafft. Oh, das geht ja recht schnell, ne? Was haben wir hier? Oh, das sind die Fossilien und das ist Hell Creek Format B. Das Gehege ist eigentlich ganz gut, ne? Ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn meine Raptoren hier? Ich sehe sie nicht. Aber da war er. Der kleine Scheißer. Guten Tag. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das Ganze hier wird mit der Chaos-Theorie. Weil die Kampagne war ja recht kurz. Tutorial-Kampagne war sehr, sehr kurz. Da war ja wirklich nicht viel. Ging ja in, weiß nicht, wie viele Folgen haben wir gemacht? 8 oder so? 7? Das war recht knapp. Ich guck mal ganz kurz, wie sieht denn gerade die Beschaffenheit der Karte aus? Hier, die ist immer ziemlich klein, ne? So wie sie das. Wie es meistens immer ist, geht das hier meistens vielleicht auch mal ein Stückchen weiter. Ich könnte hier gleich noch ein Gehege bauen. Ich baue mal eins. Warum nicht direkt bauen? Warum so lange warten? Das ist doch die gleiche Musik aus dem ersten Teil. Also ich meine schon. Ich meine, ich kenne diesen Soundtrack. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. Werde ich tun. Ich werde mir das jetzt gleich zu Herzen nehmen und das alles machen. Aber erstmal machen wir so ein kleines Gehege. Wir können eigentlich. Das Gehege ist. So, ich würde das gerne ein bisschen andersrum drehen. So. So ist das Gehege sowieso viel zu groß. Viel zu groß. Aber es macht erstmal nichts. Wir können es ja nachhinein noch teilen.
Wo ist das? Da ist es. So, so. Jetzt machen wir mal Augenmaß. Jean Pütz hätte jetzt gesagt, ich habe das mal vorbereitet. Aber den erkennen wir ja heutzutage nicht mehr. So, Strom ist natürlich nicht da. Machen wir mal eben. Ich finde hier die Stelle eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich erstmal, bevor ich nämlich irgendwas baue, das hier hinbauen. Das gefällt mir gerade. So ist natürlich, wenn ich das hier hinbaue, habe ich natürlich einen besseren Umblick. Oder Ausblick. Ja, es ist, glaube ich, besser hier. So. Ach, die baut noch. Ich wollte gerade sagen, da passiert noch irgendwas. Irgendwas läuft hier. Läuft hier nicht mit richtigen Dingen zu. Bam. Sehr schön. Das ist immer ganz gut, wenn man schon vorausbaut. Mhm. Aber das Gehege würde ich gerne so abschließen wollen. Ich finde das nämlich hier ganz cool. Diese Ecke finde ich ganz nett. So, das Gehege ist recht groß, wie ich schon gesagt habe. Wir lassen es aber erstmal groß. Wir können es nachhinein noch teilen. Wer weiß, wo wir überhaupt hier hingeführt werden in dem Ganzen. So. Water? 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 Der Triceratops. Oh, das war, ich weiß schon wieder nicht mehr, welche Pflanzen der wollte. Sind das die? Ich glaube, die wollten nicht die. Der wollte... Ich glaube, der wollte die Berries oder sowas, ne? So. Wir werden sehen. Okay. Street müssen wir noch anschließen. Okay. Wie war es nochmal? Umschalttaste snappen. Snap das doch da richtig an, Mensch. Kann man denn so arbeiten? Toll. Machen wir doch lieber selber. Okay. Strom ist da. Öffnung ist da. Guck ist da. Alles ist da. Ach ja. Ach ja. Das glaube ich, werde ich gleich jetzt nochmal abreißen. Ich habe ja vergessen. Ich muss ja das Ding hier bauen. I'm so sorry. Ach nee, ich hätte das ja umschieben können. Ach egal. Ich vergesse es immer. Ich kann das ja umschieben oder verschieben. So, das ist das richtige Deutsch. Ach, war doch richtig, Mensch. Wo kam das nochmal her, dieses Hä? Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ist recht groß, ne? Ich würde das gerne trotzdem hier hinbekommen. Weil eben schön. Versperrt vom was? Vom was wird's versperrt? Wegen dem Wasser oder was? Wow. Ich versuche mal hier irgendwie anzudocken. Jetzt habe ich mal eine schöne Ecke zwar verbaut, aber gut, passt trotzdem. Passt. Passt. Stromgebäude am besten ganz nah. Ihr wisst ja, wir müssen sonst laufen, wenn wir gefressen werden wollen. Nicht gefressen werden wollen. Lieber ziemlich nah. So, so. Nett aus, okay. So. Ist doch noch nett geworden. So, Strom ist da, alles ist da. Wir können eine Triceratops
Saurier. Synthesieren. Da. Modifizieren oder bauen. Wir bauen. Wer darf das? Oh Junge, sind die alle schlecht gelaunt. Was ist denn hier für eine Arbeitsmoral? Soll ich jetzt einen von denen... Oh, keiner. Okay, man muss die wirklich zusammennehmen, ne? Ach komm, mach doch mal was. Macht mal was. Ne, wir können leider nur einen erstmal machen. Okay, wir haben einen Eingang. Ach ja, wir müssen noch dieses Toilettenhäuschen bauen. So. Also ganz ehrlich, Toilettenhäuschen hin oder her. So, das Ranger-Team. Welche hatten den Ranger-Posten zu? Okay. Die sind ja okay. Aber das Geräusch, hört mal. Jetzt stell mir vor, du bist ein kleiner Dinosaurier von 12 Tonnen. Also ganz klein. Und läufst an so einem komischen Ding vorbei, wo irgendjemand versucht, keine Ahnung, einen Radiosender hinzubekommen. Ich denke, ich würde das erste, was ich machen würde, als Dinosaurier, ich würde den Scheiß über den Haufen rennen. Geht aber gar nicht. Ah, guck mal hier. Kommen Sie näher, gucken Sie sich Tiere an. Alles schief, ist nicht gut geworden. Ja, egal. Guck mal, Triceratopse. Oder Triceratopse. So, guck mal, hier so. Da, 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 da. Also, für die, die jetzt nicht wissen, was ich da gerade getan habe. Guck mal, das habe ich gerade eingekleistert. Gut, ne? Hat der Dex alleine gemacht. Ohne Hilfe von anderen. So, und hier kommt... Wo ist die andere Ausguckdings? Hier kommt ein... Wo sind die Ratatatops? Tyrannosaurus? Da haben wir noch. Bitteschön. So, damit das ein bisschen gleich aussieht. Der eine hat, der andere hat Licht. Und alles schön. Wie sieht es denn aus hier mit dem Triceratops? Können wir mal ein bisschen Gas geben. Die müssen sie übrigens sowieso zwei machen. Aber nun ja. So. Hat's geklappt? Hat geklappt. Minus Angriffprozent. Okay. Verärgert. Meine Herde. Aber wirklich zu nichts zu gebrauchen, ne? Ich weiß es. Ich muss das mal ganz. Es ist ja neu. Ich habe hier jetzt 2 Eier gehabt. Ich kann doch gleich direkt noch ein zweites Dino. Dings ausbrüten. Oder wird das andere Ei jetzt in die Pfanne gehauen oder so? Das werden wir jetzt gleich sehen. Bin mal gespannt. Das Gehege ist natürlich mega, ne? Wir können das nachher so abschneiden. Würde ich auch nachher so machen, so abschneiden. Ich würde das sogar sofort machen. Guck mal. Pass auf. Ich zeig euch, was ich meine. So. Pass auf. Gehege ist schon groß genug. Da können wir nämlich jetzt hier von der Straße
das Gehege nämlich anschließen. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, ne? Wisst ihr nicht? Werdet ihr sehen. Oh, hier gibt's. Ich muss sowieso das Wasser ein bisschen wegwassern. Hallo, weg. Komm, weg damit. Wasser. Scheiß auf den Film. Das Wasser wird weggemacht. Das war ja das Wasser vom Film hier. Wir machen jetzt einfach hier die Filmsachen kaputt. Hat gerade gepasst. So. Nochmal hier. I'm sorry, Film. Film war gestern. Heute ist Dex Dino Day. So. Ich mach das einfach schon mal. Hier können wir nämlich dann hier auch so eine Außenguck-Position-Plattform bauen. Hier. Wie lange dauert das denn doch mit den Eiern hier? Mensch. Das dauert doch alles viel zu lange. Kann ich das nicht sagen? Okay. Hier wäre es mir echt lieber gewesen. Ja, so. Perfektomania. Ihr seid doch alle meiner Meinung, dass das alles gut geworden ist, was ich hier baue. Krieg ich ein Tor hier noch hin? Ja. Passt, wackelt und hat eine Luft. Passt, so, fertig, guck mal. Betty Aris ist verärgert getutet. Warum dies verärgert? Ich habe nichts getan. Ich habe sie nicht böse gemacht. So. Und hier den Weg frei. Und hier auch so da hinten. So. Und dann machen wir ein bisschen Wasser rein. Wir machen einfach das Gehege erstmal hier schon mal. So halbwegs fertig. So. Reicht ja. Da ist ein Gehege, hier ist ein Gehege. Oh, da ist fertig. Ist fertig, Leute. Saurier freilassen. Nee. Kann ich jetzt? Ein zweites? Kann ich nicht? Schade. Ich dachte, ich könnte noch so ein Eiern. Aneiern. Ich glaube, wir müssen immer wieder einen zweiten suchen, ne? Das finde ich ganz gut. Per Airlift. Das bedeutet, ich kann, das ist neu, ne? Dass wir eine einzige Brutstation, zum Beispiel hier in der Ecke kleistern, eine einzige. Und dann, die muss ja nicht angedockt werden an jedes Gehege. Und ich kann das dahin direkt hier rüberfliegen lassen. Also ich könnte hier brüten und hier rüberschmeißen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da brauche ich nämlich nicht diese riesengroßen Gebäude dran bauen. Aber ich finde die irgendwie schön. Ich finde das immer sehr, sehr persönlich, wenn die in ihr eigenes Gehege reingebracht werden, anstatt dann wie so ein Stück Lappen am Seil heruntergeseilt werden. Wir könnten hier mal ein Tor machen, damit die hier so eine Durchfahrt haben, wenn sie irgendwo hin müssen. Das ist schön geworden. Ich finde das ganz nett. Also hier von oben sieht das so ungefähr so aus. Guck mal. Ist gut, ne? Finde ich nett. Hier so ein bisschen fast alles angepasst. Ja. Wie lange dauert das mit dem anderen noch? Oh, wir dürfen Ei auswählen. Plus Bedrohung und Dominanz. Rar. Schwach. Gleich. Triceratops von 1993. Was? Warum kostet der eine denn mehr? Mag keine andere Spezies und bedroht alle. Alle! Ich mach eine Stadt. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ah ne, ich habe die wieder beide angeklickt. Ah, ich hätte auch beide machen können. Jetzt verstehe ich das. Ach so, man kann die beide auswählen. Dann brauchst du dich gar keine... Ja. Man lernt ja. Der Lernprozess beim Dex ist was etwas langsamer als was. So, egal.
was ist Sabotage? Steigt. Ja, was? Ich kann ja nichts machen. Die wollen ja kein Urlaub oder sowas. Achso, wo war das? Hier. Da. Kann ich nicht in Urlaub? Kann ich nicht in Urlaub? Kann keiner in Urlaub schicken. Saurier freilassen. Ja, es sieht wunderschön aus. Da habe ich doch die falschen Bärchen genommen. Wald und Wasser. Ist doch alles da. Lauf mal ein paar Meter, du faules Stück, du. Ach nee, ich wollte nicht selber steuern. Nein, ich will nicht selber steuern. Raus! Geh raus aus dem Beruf. Raus aus dem Fahrzeug! Wo ist es jetzt? Hast du mich hier durcheinander gebringt? R? Los, check die Lage. Check this out. Oh, das ist so schief und schell. Aber wir können erstmal schon mal die richtigen Pflänzchen nehmen. Waren doch richtig, war das hier. Das Territorium ist aber von dir echt klein, du. Okay, der andere ist ja gleich da. Ist der andere gleich da? Beruhig dich mal so ein bisschen jetzt hier. Das ist echt hier so ein Wifi-Repeater hier ranzuknallen. Meine Herren, ey. Warum tut ihr das? Entwickler, das geht gar nicht, so ein Ding. Kein Strom? Why? Wo? Warum? Weshalb? Ich bin aber gespannt, ob die wirklich diese Notfallgeneratoren, die ablaufen nach 30 Minuten, ob das wirklich so toll ist. Also wenn man kein Geld hat und man muss hier, keine Ahnung, 400.000 Öcken rausballern und hat kein Geld, dann wird das ein bisschen problematisch. Aber jetzt ist die Frage, was machen die Dinos? Die testen doch nicht da mit der Zunge jeden Abend. Oder machen die das dann doch? Toll, Kameramann, wir sehen Gras. Wir würden gern mehr Dinos sehen. Bei so vielen Teilbereichen möchte ich sicherstellen, dass wir den Grund für unseren Aufenthalt auf dieser Insel nicht aus den Augen verlieren. Die Saurier. Wir haben sie erschaffen und nun sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Dies ist unsere Verantwortung und die dürfen wir nicht unterschätzen. Nein. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es unseren Sauriern so gut geht wie irgend möglich. Fertig. Fertig. Dr. Wu und Dr. Hammond wollen, dass wir die Artenvielfalt im Park erhöhen und dann ein Fahrgeschäft bauen, von dem aus man die Tiere sehen kann. Es soll etwas Beeindruckendes sein. Ihr wisst noch meine Parktour, wie ich sie geliebt habe. Achtung. Kotzgeräusch. Die Parktour. Schrecklich. Aber erstmal gucken wir hier. Die sind gut drauf, ne? 100%. Bestand ist 2. Wasser ist da. Wald ist da. Alles ist da. Super. Guck mal, wie das Territorium ist ja voll mini, ey. Guck mal. Also, ich denke mal, das wird das Territorium sein. Also, das. Ich bin zwar jetzt nicht. Ah, nee, da, wo der jetzt langläuft, das bewegt sich dann mit ihm mit. Wo kann man das Territorium denn genau sehen?
Ja, wird das ist das Gleiche. Territorium Bestand 2, bla 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 bla. Okay, dann wollen wir mal. Erhöhe die Gesamtspezies auf mehr Dinos. Machen wir mal ganz kurz. Wir checken mal die Lage. Ah ja, wir müssen ja weiter hier nach Steinchen bohren. Ja. Was haben wir denn da? Triceratopse. Wir brauchen aber nicht noch mehr Triceratopse. Wir machen mal eine Expedition. Wo war das? Das hier ist die Expedition? Nö. Expedition, wo warst du? Das bist du? Expedition. Wir bohren, suchen nach... Was haben wir denn hier? Oh, Pacquirino. Okay, nein. Parasaurolophus? Nein. Struthiomimus? Nein, wir brauchen keine Hühnchen. Parasaurus? Oh, Dilophosaurus. Natürlich sind die Dilophosauren viel besser. Ha, ganz kurz, Leute. Was ist denn los mit den Kollegen hier? Kann man die mal einmal in Urlaub schicken für ein Jahr oder so? Guck mal hier, man kann ja gar nichts machen. Ausruhen. Ausruhen. Ja, was soll man denn sonst machen, wenn die rot sind? Kündigen. Naja, gut. Wenn sie nicht wollen, ich kann ja nicht helfen. Let's go. Ja, Sabotage. Ja, was soll ich tun? Ich sehe es nicht da unten. Da. Ja, ich habe schon verstanden mit der Sabotage. Ich kann aber nichts tun. Ich kann ja nichts tun. Was soll ich nur tun? Also, die wollen die Parktour. Junge. Parktour? Wo ist die Parktour? Attraction? Wo ist denn die Parktour? Bin ich ja glücklich. Haha, ich bin schneller als du. Haha. Da, guck mal, die stehen direkt auf. Die wollten auch schon aufstehen. Das. Die öffnen. Ja, der braucht keine Route machen. Ich würde ja gerne wissen, wie ich diese Sabotage. Also, ich konnte ja gegen die Sabotage überhaupt nichts machen. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen doof. Oder vielleicht konnte ich es doch und ich wusste nur nicht wie. Das ist wieder was anderes. Wie lange läuft denn so eine Sabotage? Wie lange läuft so eine Sabotage? Dass alle Türen aufgemacht werden, ist schon ein hartes Stückchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kann nicht raus, der wird angegriffen ohne Ende jetzt. Oh mein Gott. Ich kann euch nicht rauslassen. Wie lange dauert das? Na egal. Kein Zugang. Ich weiß, dass es kein Zugang ist. Wo ist denn die Parktour überhaupt? Ach da. Schreckliches Ding. Dann erforschen wir die Parktour. Ach. Wir sind alle verärgert andauernd nur. Ich will neues Personal haben. Ah, nicht genügend Platz. Verärgert, verärgert, verärgert. Alles nur verärgert. Mal gucken, wer hat denn gute Werte? Die hat gute Werte, der nicht. Komm. Kann ich einen löschen und dann kann ich einen kaufen? Oder ist das dann ein Problem? Kann ich dann wieder keinen holen? Das ist the question.
Wir machen mal so. Bevor ich denn jetzt irgendeinen Quatsch mache, wir sagen mal Tschüss für diese Folge. Wir sehen uns in den nächsten. Und da werde ich mal ganz kurz testen, ob ich einen entlassen kann. Oder nicht. Vielleicht entlasse ich einen und kriege dann keinen neuen mehr, weil das Spiel das nicht vorsieht oder so. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn bei der Chaos-Theorie.